Das Phänomen meines Lebens, ein bisschen was ich schon gesagt habe, ich sage, ja, das Ich möchte fortsetzen und mit vor allem Sie liebt das Leben, ja, ist so, und ich liebe das immer am liebsten, wenn es du dir was ist. Jetzt ganz einfach, bleib sitzen. Die beiden hatten. Zunächst ein anderer Name, die Hanne Bernhard Kost. Kenne ich mit 18, ja, die Frieda war nicht ganz so lang, aber auch schon über 30 Jahre. Wie war das, Robin? Franz ein paar Jahre länger. Du hast dann gesagt, du hast direkt für Lanz gekocht. Und hast dann gesagt, Franz A. Und so kam Bernhard zur Zeit. Und die Christen auch. Und das ist natürlich eine Freude gewesen für meinen Vater. Und haben in Nürnberg zum Beispiel aus 65 oder 67 hat er kein Enkelkind gehabt. Auseinander. Und jetzt hat er so drei prächtige Enkel. Dann Söhne hat er zusammen zwei Wasserstoffs. Zwei Söhne, einen Traumsohn und einen ist was verkorkst. Wurde die Wasserstoff. Aber drei traumhafte Enkel. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein großes Geschenk. Und seine Zähigkeit, seine Ausdauer, da gibt es etwas ganz Aktuelles. Er kommt aus dem Krankenhaus raus. Gestern waren sie eingeladen in Berlin. Macht Übungen. Waren eingeladen in Berlin. Bis jetzt hat er Schmerzen gehabt. Die haben ihn mit Schmerztabletten vollgepflastert. Vier Tabletten, fünf Tabletten, sechs Tabletten. Tut mir leid. Weil dann hast du keine Schmerzen. Ich habe gesagt, die Tabletten abgesetzt, aber die halte ich schon aus. Die Tabletten hat er abgesetzt. Haben wir das? Er hat gesagt, was nutzt man, wenn ich keine Schmerzen habe, wenn ich damit mein Leben kaputt mache? Ganz kurz, das heißt, kann man das dann möglich machen? Er nimmt wirklich nur Medikamente und Tabletten, den 50. anders eingeladen. Das ist das, was ein ganz großes Wunder war dabei. Und es waren auch große dabei. Ich muss noch was sagen, weil das fasziniert hat. Mein Vater, leider, erfindet immer laufend Sachen. Gibt es die jetzt nicht mehr, so wie es ist, mein Regenschirm so gibt. Und der einzige Fahrradfahrer, der bei Regen, es ist leider so, irgendwann ist alles Fahrrad. Das habt ihr schon mal gesehen. Wir haben schon live gesehen. Noch viele schöne Jahre vor. Er findet immer kleine, viele Sachen. Jetzt habe ich vor, da seit drei Wochen. Weil das auch nie, das operiert wurde. Aber es ist wunderbar geworden. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass er da ist. Danke. Es wird ein tolles sein. Meine Bruder Knie. Ja, wir dadurch, wie sagt man, mehr kürzer. Aber sagen wir mal so, ausgleichend viel beanspruchte Gespräche haben. Drohende Gefahr, dass das auch irgendwann operiert werden muss, damit das ist schon sich sicher geworden. Ja, das vor zwei Jahren. Die Gefahr wird größer. Und jetzt hat auch ein Bekannter im Poem gesagt, schönes Gespräch. Naja, es wäre doch noch ein Kaffee. Wenn man da den Fuß, haben wir da gesprochen, dann hast du den Absatz ein bisschen erhöht. Und die ganzen Fuß, dann sehe ich hier am Schuh. Und einen, auf alle Fälle, ist ja ein Chemie, technisches Chemie. Den Schuh, wir haben jetzt einen neuen Fernseher, geht. Weil da einen halben Zentimeter her, die schaut jetzt zwar ungewöhnlich aus, das ist jetzt nicht unbedingt was für die Schönheitskonkurrenz. Damit gehst du nicht in die Oper. Ja, schlecht, das Fernseher geht nicht, ich habe schon alles mal probiert, eingestickt und ausgestickt. Den normalen Fuß, ja, was machen wir schon? Und der andere Schuh mit dem Radelschlauch erhöht, um damit diesen halben Zentimeter auszugleichen. Und ich habe mit der Kundschaft kaum was machen können, weil einfach das Telefon wieder begeistert. Aber nicht einmal, sondern 40 Mal. Also, wie kann ich hingehen? 40 Mal 30 jetzt. Ich muss ja einen Kunden bedienen.
jetzt mal weiß ich aber so, es war, maximal 5, ich glaube, es waren 4 Mal. Aber okay. Das wissen wir doch auch noch, oder? Wo er das gesagt hat, in 40 Jahren. Ich muss dazu sagen, die Marina Hackspiel, so, war das doch gesagt, in 40 Jahren, Stunden später, oder? Ruf ich den Vater an, das ist euch schon eine Information, die er gemacht hat, aber er weiß ja nicht. Das heißt, er ist ein Genie. Wir sind erst, haben uns näher kennengelernt, 1906. Und dieser Vater, das ist das Problem, er ist ein Cheftechniker. Damals ist, was ihn am meisten ärgert, er konnte, er hat so viele Erfindungen gespielt. Großartig, da sage ich nachher noch was dazu. Aktuelle Erfindung. Auf meiner Geburtstagsfeier. Aktuelle Erfindung. Aber das macht ihn am meisten, der Fernseher, nicht geht, das macht ihn nicht so aus, weil der Panamera ist Electronics. Es macht ihm nichts aus, wenn er mal einen ordentlichen Fernseher ist. Aber so, was ein Fuchsteufelswing, er wo alles sonst technisch machen kann, ich habe damals bei Kirby angefangen, kommt da nicht zurecht. Das ärgert ihn einfach. Sein Technik-Ehrgeiz wird hier etwas Auslöse für unsere. Auf alle Fälle hat er das in der Stunde begrenzt. Seine Partnerin habe ich einmal gesehen bei der Weihnachtsfeier von Oswald. Falsche Bemerkung. Letzte Woche habe ich einmal gesehen, ich muss dazu sagen, früheren, die drei Freunde, die Frage gehabt hat. Und da war kein einziger, die wir es gefragt hast, du eigentlich nicht. Was soll denn die Rufe vom Hans-Peter? Also Meinung ist. Und das hat mich dann, zuerst mal, es lag natürlich, betroffen gemacht, aber auch auf der anderen Seite Interesse. Und jetzt kommt die Steffi Dingemeier, die wird wahrscheinlich auch, die wird wegschauen. Ja. Was hast du da gesagt zu mir? Dass ich das unmöglich fand. Gutes, von der Sache her haben Sie ja recht, aber dass ich es unmöglich fand, von 1000 Leuten auf der Bühne, ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Er sagt natürlich, was ist denn Herr Bernhard? Was ist die rechte Hand von Herrn Mann? Was fällt Ihnen ein, so mit dem zu reden? Ich hoffe, dass er am Hafen hat, lang genug hin und her. Gefischt. Aber also, es ist schön, dass er, ich wünsche es, wir wünschen es ihm, aber das ist ein, wir wünschen es ihm. Die Mutter, Steffi, auf alle Fälle freue ich mich, dass du dabei bist. Ich habe sie dann gefragt, ja, was auslösen soll, da steht, der hat gesagt, ja, was essen, und dann war ich noch. Schon meine Mutter eingeladen war, komme ich doch. Weil ich nicht, du brauchst das wirklich nicht. In diesem, die Christina, Moment. Und dann hat meine Mutter gesagt, na, wenn mein Peter nicht kommt, dann komme ich auch nicht. Und dann hat ihre Mutter, die Adelheid, gesagt, ja was, du kommst jetzt nicht? Annelies, ich habe mich so drauf gefreut, mit dir Würstel zu essen oder Weißwürstel. Und dann hat die Mutter von der Marina, die Adelheid, sich eingesetzt und dann wurde ein, ja, dann durfte ich plötzlich dabei sein. Und das hat eine, habe ich es jetzt einigermaßen richtig erzählt? Korrigiere es, wenn ich was Falsches sage. Nein, hast du gut gemacht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich sage, dann kannst du kommen, wenn das war das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, und habe gesagt, dann benehm dich, dann darfst du kommen. Und dann hat er sich von seiner besten Seite gezeigt und dann habe ich gesagt, schade, dass du nicht immer so warst. Und ich muss sagen, die Liebe ist zerbrochen, aber es ist inzwischen wirklich eine echte Freundschaft geworden. Darüber bin ich sehr dankbar. Was man selten bei einer zerbrochenen Beziehung sagen kann, ich habe absolutes Vertrauen zu der Marina Hackspiel und es ist natürlich dieser bereinigten, wunderbaren, zerbrochenen, aber bereinigten Beziehung zu verdanken, auch zu verdanken, dass ich dadurch wieder mehr Möglichkeiten hatte, auch mit meinem Sohn näher zu kommen. Und das ist, dafür bin ich auch sehr dankbar. Mein Bruder, ja, den kenne ich am längsten, außer meinem Vater. Aber sagen wir mal so, wahnsinnig viel Gespräche haben wir nicht, wenig. Aber es ist
es ist schon besser geworden. Wir haben vor 2 Jahren mal, wie mein Onkel Helmut sein Grab besucht haben, danach im Poing ein schönes Gespräch gehabt und danach im Café in Haar, ich glaube eine Stunde haben wir da gesprochen, es war überhaupt noch nicht da. So viel habe ich noch nie mitgesprochen, die ganzen 50er da vorne mit ihm. Aber nicht zum Wort kommt. Ja. Und auf alle Fälle ist er ein Genie, ein technisches Genie. Wir haben jetzt einen neuen Fernseher mit großartigen Programmen, aber es ist schwierig, diese Programme und den Fernseher mit dem Ein- und Umschalten und so weiter. Und es war vor ein paar Tagen erst, war wieder eine Katastrophe. Und der Vater, ich sage, wie geht's dir denn? Ja, schlecht, der Fernseher geht nicht, ich habe schon alles Mögliche probiert, und eingesteckt und umgesteckt und ausgesteckt. So, ja, was machen wir denn da? Ja, ich sage, müssen wir einen Bruder anrufen. Ich, wenn ich einen anrufe, der geht nie ans Telefon. Nie. Ich muss dazu sagen, ich war bei der Kundschaft. Ja. Und ich habe mit der Kundschaft kaum was machen können, weil unerwartet das Telefon gegangen hat. Aber nicht einmal, sondern 40 Mal. Ja, jetzt übertrieben. Also, Christian. Also wie kann ich hingehen beim Kunden? 40 Mal weiß ich jetzt. Ich muss ja einen Kunden bedienen. 40 Mal weiß ja, ich sagen, es war maximal 5 Mal. Ich glaube, es waren 4 Mal, Christian. Aber okay, du darfst ein bisschen übertreiben. Okay. Fakt ist, ich spreche ihm auf Band, ich weiß gar nicht, ob er das abhört und wann er es abhört. Doch, das hört er schon. So, wann er es abhört. Fakt ist, eine Stunde später rufe ich den Vater an, sagt er, alles schon erledigt, er war schon da, alles erledigt. Frag mich nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat alles Mögliche. Also er ist ein Genie im Computersektor, ein Genie. Und der Vater, das ist das Problem, er ist ein Cheftechniker. Und was ihn am meisten ärgert, er hat so viele Erfindungen gemacht und großartige, da sage ich nachher noch was dazu, auch aktuelle Erfindungen. Aber es macht ihn am meisten, der Fernseher, nicht geht, das macht ihn nicht so aus, weil er kann einmal einen... Elektronik, da kommt mir nicht Schuss damit. Es macht ihm nichts aus, wenn er mal einen Abend im Fernsehen. Aber was ihm fuchsteufelswild war, er, wo alles sonst technisch machen kann, kommt da nicht zurecht. Und das ärgert ihn halt einfach. Sein Technik-Ehrgeiz wird hier etwas beschädigt. Auf alle Fälle hat er das in einer Stunde hat er alles repariert. Seine Partnerin habe ich einmal gesehen bei der Weihnachtsfeier vor einer Woche. Wann war das? Letzte Woche. Habe ich einmal gesehen, ich muss dazu sagen, ja, die 3 Freundinnen vorher, die er gehabt hat, da war keine einzige dabei, die, wenn du gefragt hast, ob was sie von dem Bruder vom Hans, also war keine dabei, die mich noch, auch noch annähernd hat einigermaßen riechen können. Aber das lag natürlich an mir. Und jetzt kommt die Steffi Dingemeyer, da wird wahrscheinlich auch, die wird wegschauen, wenn sie mich sieht. Überhaupt nicht. Wir haben ein gutes, wunderbares, kurzes Gespräch gehabt und es war also von meiner Seite, wäre es möglich, die nächsten 40 Jahre, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Ja? Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ja? Er sagt natürlich, das hat 3 Mal nicht geklappt, warum soll es beim 4. Mal klappen? Aber ich sage warum, es ist ja irgendwann, könnte ja mal was besser. Vielleicht hat er seinen Hafen jetzt erreicht. Ja, ich hoffe, dass er einen Hafen hat. Er hat lang genug hin und her gefischelt. Es ist schön, dass er, wir wünschen es ihm alle. Ne? Wir wünschen es ihm von Herzen. Jetzt über die, du bist das Geburtstagskind. Steffi, auf alle Fälle freue ich mich, dass du dabei bist. Und ich habe sie dann mal gefragt, ja, hast du das selbstverständlich? Der Bruder hat gesagt, er weiß es nicht. Und dann, sie hat gesagt, ja, wir haben da schon drüber geredet. Ja, freilich komme ich da. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Den Neffen alle 3 Jahre zu Gesicht bekommen. Also relativ wenig. Aber umso mehr freut man sich dann, wenn man sie sieht. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ich freue mich sehr. Die Christina, die kann ich ab und zu WhatsApp schreiben. Er hat eine Geheimhandynummer, die kriegt in ganz Deutschland keiner. Ja. Nee, ich kenne einfach keiner. Ich habe kein Facebook, kein Twitter, sowas. Gar nichts, ja, das ist ja gut so. Auf alle Fälle großartig, dass ihr da seid. Vielen Dank, es ist ein großes Geschenk,
Ja, und ihr braucht jetzt nicht Angst haben, dass ich jetzt zu aufdringlich war, immer wieder. Aber ab und zu kommt mal eine WhatsApp von mir, gell? Ist es zu viel? Soll ich es ein bisschen reduzieren? Nein, das ist so. Sie ist da doch immer am Laufenden, was den Opa betrifft. Sie weiß ganz genau. Ja. Sag mal, ich sage immer, das, was einem nicht gefällt, kann man ja löschen. Und ab und zu ist doch was Schönes dabei, oder? Ja, natürlich. Aber 5 Jahre bevor er meine Frau kennengelernt hat, hat er diese, meine Mutter kennengelernt. Da merkt man, wie man wenig Schlaf hat. Der Beat hat ihn vorgetragen. Hat er diese Frau kennengelernt, vor 72 Jahren, hat er sich auch ein kleines bisschen verliebt, er hat Schmetterlinge im Bauch und sie wollten sich am nächsten Tag, es war aber gar nichts war, nichts, also es war nur... Du nur Kaffee trinken, gar nichts. Und die für den nächsten Tag hatten sie sich verabredet. Da hat mein Vater einen Unfall gehabt, haben sich aus den Augen verloren und erst wieder gefunden, als beide glücklich mit anderen Partnern verheiratet waren. Jetzt ist ihr Mann verstorben und von meinem Vater eine Frau. Und jetzt sind sie halt wieder ein bisschen gut bekannt. Das ist eine Altersfreundschaft, wunderschön. Und die Frau hat etwas erlebt, etwas Unglaubliches, was konkurrenzlos ist. Mein Vater spielt seit 75 Jahren Schafkopf, aber er hat noch nie einen Sechser mit Zusatzzahl gehabt. Sechser mit Zusatzzahl ist, oder Superzahl, 4 unter und 4 ober. Das ist ein Sie beim Schafkopf. Und diese Frau, mein Vater in 75 Jahren Schafkopf nicht einmal. Aber die Frau Fockinger hat einen Sieg gehabt mit 4 unter und 4 ober. Und jetzt kommt der Hammer. Anschließend, danach, hat sie ein Du. Danach hat sie einen Du. Ein Du hat jeder mal, aber vielleicht einmal im Jahr. Ein Du ist so ein Fünfer im Lotto. Sagen wir mal, ein Fünfer. Und sie hat ein Sie und danach ein Du. Und das ist etwas... Was ist noch nie, also das, was man schon sieht, hat, ist unglaublich. Aber das ist ein Glück. Die beiden kenne ich, ja, die Frieda noch nicht ganz so lang, aber auch schon über 30 Jahre. Dem Franz ein paar Jahre länger. Ich habe bei AMC im Direktvertrieb begonnen, Kochtöpfe zu verkaufen und der Franz auch. Und so kennen wir uns jetzt seit 35 Jahren ungefähr, ja. Und haben in Nürnberg zusammengearbeitet, haben uns dann die Wege ein bisschen auseinander verloren. Und dann haben wir zusammen eine Wasserstaubsaugerfirma gegründet. Er war Mitbegründer. 2001, am 11. Juli 2001, wurde die Wasserstaubsaugerfirma Sakura gegründet. Und da war er eine ganz entscheidende Schlüsselperson. Diese Firma gibt es noch, machen zwar ganz wenig Umsätze, aber gibt es noch. Mit inzwischen 70.000 verkauften Geräten. Gestern waren sie eingeladen in Berlin. Waren eingeladen in Berlin in diesem Turn. Und der Ramon sagt zu mir, der Organisator, sagt, ja, es tut mir leid, die haben abgesagt. Und ich habe gesagt, naja, ich habe ja noch eine zweite Chance. Das ist ja, gestern war Hineinfeiern in Berlin. Wir haben nur 617 Kilometer entfernt, noch eine zweite Chance. Und dann haben wir das heute Vormittag ganz kurzfristig haben wir das dann möglich gemacht. Und da freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Ich war bei seinem 50. eingeladen, war eine wunderschöne Feier in Bayreuth vor 12 Jahren. Die Marina war dabei. Ja, richtig. Und es waren auch die Eltern dabei von Franz, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Leider gibt es die jetzt nicht mehr, so wie es auch meine Mutter nicht mehr gibt und die Mama von der Marina gibt es leider auch nicht mehr. Aber es ist leider so, irgendwann ist alles mal zu Ende, aber wir haben noch viele schöne Jahre vor uns, Franz. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich habe schon gemerkt, ich bin wieder nahe am Fettnäpfchen. Aber es ist wunderbar. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich würde dich da oben gern hinsetzen, dass du nicht so leicht weglaufen kannst. Nee. Also dann setz dich da hin. Ich muss euch was Wichtiges sagen. Vor genau 50 Jahren
vor 49 Jahren sind wir Zweiter geworden bei der Weltmeisterschaft. Und war eine Fehlentscheidung mit dem Tor in England. Und dass wir überhaupt nach England gekommen sind, ist ihm zu verdanken. Beim Qualifikationsspiel hat er die entscheidende Flanke gegeben, dass wir gegen Schweden 2-1 gewonnen haben. Also das stimmt doch jetzt. Ist das korrekt? Ja. Ist das korrekt? Das kann ich nicht bestätigen, da war ich erst 2 Jahre alt. Carsten Wendberg, ein rühriger Mann, ein Mann, der immer arbeitet, immer unterwegs ist, der bestimmt mit seiner Frau nicht so oft im Urlaub war, Herr Wendberg. Nicht so oft. Ich glaube, man kann sagen, ein Urlaub hätte es vielleicht mehr sein dürfen in den letzten 50 Jahren. Der ein Kultlöwe ist. Die Löwen sind sehr zerstritten. Nur in einem sind sie sich einig. Carsten Wendberg ist unser Kulttrainer. Und beim Rettet die Löwenfest 2004 haben wir ein kleines bisschen nachgestaltet. Vielleicht erinnerst du dich noch, Freda. Die Frau Monika Hartmann war dabei, der Herr Ramon. Und da haben wir einen Zwischenstopp gemacht in Bayreuth. Und dann hat sie gesagt, Mensch, der ist so promigeil. Der Hans Peter, der ist so promigeil. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und das war diese. Und da haben wir einen Haufen Fotos gemacht und einen Haufen wunderschöne. Da hat er auch ganz aktiv mitgeholfen. Er hilft auch für die jungen Menschen. Er macht Fußballcamps. Vom Ramon Witter, der Enkel, war einmal in seinem Fußballcamp mit dabei. Fußballcamps. Er ist wirklich ein Fachmann. 1860 steht jetzt am Abgrund. Da gibt es so einen reichen Jordanier, der mal Geld zahlt oder mal Lust hat, mal keine Lust hat zum Zahlen. Jetzt, wenn die keine Wintereinkäufe machen, es schaut bitterböse aus. Bitterböse. Und er, sein Rat ist immer gefragt. Immer gefragt. Wunderbare Bilder. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Dann habe ich jahrelang darum gekämpft, mit ihm wieder Kontakt aufzunehmen, weil er erst sympathisch war. Aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe eine Frau gekannt, in der Gerstecker Straße, Ursi hat es geheißen, Ursi. Und die hat ein bisschen an Kontakt hergestellt. Mit Hängen und Würgen habe ich dann zu meinem 40. Geburtstag von der Mutter, die Mutter, die hat damals, die hat mir die Adresse gegeben oder die Telefonnummer, das war vor 25 Jahren. Und dann habe ich ihn zu meinem 40. Geburtstag eingeladen. Und er hatte zugesagt. Und seine Frau auch, die ich ja nicht kannte. Ich kannte sie nicht. Ich kannte die Frau, kannte ich nicht. Und dann, 3 Tage vor dieser Veranstaltung, wird jemand krank. Man sagt, das ist normal, heute sind auch 3 krank geworden. Er hat ja das Recht, krank zu werden. Aber mit dieser Kälte, ich hatte nur die Frau dran, weil er konnte ja nicht. Und Frau hat gesagt, ja, er ist krank, gibt es sonst noch was? So ungefähr ist es gewesen. Wenn man normalerweise ein zweites Mal nicht mehr anruft, dann, wo man sagt, also der Käse ist jetzt gewiss. Aber dann geht Rollen. Aber nicht. Ich nicht. Ich bin eigentlich zyklisch und dann hat man das Glück, dass die Frau Chordirektor uns eingeladen hat, die damals noch gelebt hat, nach Augsburg, mit dem Rudi zusammen. Da kam ein Kontakt zustande. Und das war ein wunderschöner Termin. Und zufällig haben wir uns dann im Januar des darauffolgenden Jahres 1996 haben wir uns in Nashville getroffen. Sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns in Nashville haben wir uns getroffen in Amerika. Muss man das mal vorstellen. Und da ist dann ein großartiger Kontakt entstanden. Und dann wurde der Rudi Taufpate von meinem Sohn. Mein Sohn kam zur Welt am 1. Oktober 1997. Und die Taufe war 7 Monate später, am 30. Mai, am Geburtstag von Inge Meisel, sonst könnte ich es mal nicht merken, war die Taufe von meinem, und da war ihr Taufpartner. Und das, ab diesem Moment gab es eine Nabelschnur, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und er gratuliert mir zum Geburtstag vorher. Und dann sagt er, ja, da habe ich noch was für deinen Sohn, kommt der auch noch? Hat also für seinen Sohn, er denkt immer an den Sohn.
Dann von deiner Frau, muss ich ehrlich sagen, wenn ich den nicht hätte, unterstützt mich in diesen Sachen sehr. Also, aber wenn ich da noch was wirklich ergänzen darf, so, ich sage Pedro zu ihm, also Pepe noch einzigste, der Pedro sagt, glaube ich. Oder gibt es da jemanden? Auch, ja, und der Sandro auch. Das kommt aus dem Chor, aus der Chorzeit. Wir haben alle unterschiedliche Namen gehabt, damit man die ganzen Jungs auseinanderhalten konnte. Ich weiß ja eigentlich Rudi, im Chor habe ich Peter, Rudi geheißen, also jeder hat da so einen anderen Namen gehabt, damit der Chordirektor alle Jungs unterscheiden hat können, weil da hat es, weiß nicht, wie viel Peters gegeben oder Hans-Peter, auf jeden Fall, er war immer der Pedro und ich der Peter Rudi. Aber was ich noch sagen wollte, ich kenne einen Haufen Leute, aber ich kenne keinen, der so hartnäckig ist wie der Pedro. Das ist eine, also nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Er hat da eine Naturbegabung. Ja, es kommt drauf an. Natürlich kann es sein, dass immer irgendwann einmal dann das in eine Lehrbesetzung übergeht. Aber er erreicht seine Ziele, das muss man wirklich sagen. Also ich hätte im Jahr, wenn ich vor 30, 35 Jahren, da haben wir uns ja, wir haben uns als Jungs gekannt und dann ist wieder später getroffen. Aber wenn ich ihn dazwischen getroffen hätte, dann war er für mich der klassische Manager-Typ gewesen mit einer großen Karriere, wenn ich ihn dann, also er hat da Eigenschaften, die sind unglaublich, die man selten bei jemand findet, nämlich Leute in einer Hartnäckigkeit miteinander zu verbinden, auf was einzuschwören, auf ein Ziel einzuschwören. Das ist eine Begabung, die hat nicht jeder. Ist zwar hartnäckig für einen, man immer irgendwann einmal ein bisschen unbequem, klar, weil man wird ja aus seinen Reserven gelockt, ja. Auch das hat er bei mir geschafft, muss ich sagen, dass er mich aus meiner Reserve gelockt hat. Und es sind wirklich gelungen, dass wir jetzt wirklich eine langjährige, tolle Freundschaft haben. Wir sehen uns dreimal auch im Jahr, mit der Marina natürlich, in der Zeit hat sehr uns entwickelt. Und man sieht sie, weil es halt so ist, jeder hat halt, er lebt in Berlin, ich lebe in München, man sieht sie halt leider Gottes nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, immer wieder, wenn in Berlin ist, wahnsinnig, oder in München und in Berlin. Ich war jetzt bei seinem 60. Geburtstag eingeladen vor kurzem. Er spielt heute noch in einer Band, unglaublich. Ja. Und hobbymäßig. Mit seiner Frau hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis, aber das ist jetzt ein bisschen abgekühlt gewesen die letzten Jahre. Und jetzt habe ich mich mit ihr unterhalten bei dem Geburtstag und ein wunderschönes Gespräch. Und die Tochter hatte einen Auftritt einmalig und die wichtigste Person bei dem Auftritt, die Regisseurin, die alles koordiniert hat mit dem Computer und so, das war die Mutter. Das war unglaublich, was sie da geleistet hat. Und du hast so viel Sympathiepunkte da gemacht, dass ich seitdem, Iris, komplett ein Fan wieder bin von dir. Und deswegen will ich dich bitten, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Und ich freue mich, dass es dich gibt, dass du heute dabei bist. Und die Zukunft, da sind wir ein Herz und eine Seele. Wir sind jetzt gleich in Sternzeichen. Ich mag sie sehr. Das ist ein ganz besonderer Ehrengast. Mein Vater hat dreimal gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass er kommt. Thomas Schink heißt dieser Mann. Sagen Sie vielleicht kurz zu meinem Vater ein paar Sätze, die Sie. Ja, das Faszinierende ist überhaupt, das heißt seine Lebenseinstellung, überhaupt seine ganze Auffassung, wie er zu seiner Knieoperation gestanden ist. Und das ist für mich ein gewisses Vorbild, weil er gibt nicht auf. Das war das beste Beispiel für mich, wie ich bei ihm zu Besuch war und zwei Tage später so heimgekommen und auf Nacht um 4 ist er mit dem Radl entgegengekommen. Das ist für mich unverständlich gewesen. Ich mit meinen 52 war wahrscheinlich daheim im Bett gelegen, sonst mag ich mal Ruhe haben. Nein, er wollte seine Grenzen gleich ausloten, sagen wir, das geht schon. Und deshalb unterstütze ich auch gewisse Sachen, weil er ist alt nur und ich glaube, er kann selber entscheiden, ob er jetzt auf Teneriffa fahren will oder nicht. Genauso mit dem Radlfahren war das Faszinierende aus einer kurzen Erzählung. Da wollte der Hans-Peter ja in Linz zurückfahren, weil es ja unheimlich hinter nicht mehr konnte. Da hat der Vater zu ihm gesagt, ich bringe dich nach Linz und ich fahre weiter nach Wien. Alles, was ich, der Vater hat gesagt, das ist die Tatsache, alles, was ich in meinem Leben anfange, das bringe ich auch zu Ende. Ich bringe dich zum Bahnhof und dann fahre. Also da habe ich gesagt, nein.
wenn ihr jetzt. Nein, aber faszinierender. Wunderbar. Großartig. Vielen Dank.